Zockermorde. Nein, die habe ich noch nicht gehalten, meine Willkommensrede. Die kommt jetzt. Und damit natürlich... Ach, ich vergesse mal das Düpp-Düpp-Düpp hier beim Stream. Düpp-Düpp-Düpp und damit herzlich willkommen hier bei Twitch TV auf Zockermorde. Es geht weiter mit Wulzen. Eigentlich von der Reihenfolge wäre... sehr erbildend wieder dran. Aber... mein treuester Zuschauer, Matchschnitte oder bei YouTube Mr. Lanev wünschte sich Wulzen. Kein Problem, machen wir das. Ja, und natürlich auch an alle Leute Hallöchen, die das im Nachhinein auf YouTube oder hier in der Sammlung angucken. Könnt ihr mal sagen, ob das geil ist, wenn ich das bei YouTube auch hochlade im Stream. Finde das eigentlich ziemlich cool immer, kann man sich das nochmal angucken, weil bei Twitch irgendwie verschwindet es manchmal. Ich habe jetzt zum Beispiel meine ganze Heinerle-Story, die ist da nicht mehr gespeichert. Bleibt, glaube ich, nur so eine gewisse Zeit, weil ich noch nicht der obercoole Typ bin hier. Aber wir schauen mal. So, wieso läufst du jetzt hier nicht? Geht schon los hier? Ich spiele mich einfach mal weg und gucke, ob es jetzt wieder geht. So, der läuft nicht hier runter. Wieso? Warum? Ich bin nochmal raus und reingetappt, nicht, dass es da ein Problem gab. Nein. Spiel verlassen. Leute, wir müssen nochmal raus. Geh nochmal rein. Vielleicht geht's dann wieder. Na, du. Ja, er läuft. Alles klar. Wunderbar. So. Ja. Euer Zockermaler hat jetzt 400 Abonnenten auf YouTube erreicht. Richtig geil. Vielen Dank an ihn, der dabei ist, zuschaut, supportet. Und vielen Dank an die Leute, die bei Patreon da was machen. Mr. Lanev, ne? vielen Dank. Das unterstützt dieses ganze Vorhaben hier ungemein. Und ja, einen Tank kann man auch machen. Warte, man kann ja mal kurz reingucken. Hier ist ein NP. Warte, war eine Fähigkeitenbaum hier? Was ist das? Ja. Wollen wir hier mal gucken. Wir können ja mal kurz reingucken. Ich habe ja gesagt, gleich von vornherein, Arkanist hier, lala. Ne? Zauberer bin ich halt immer erstmal hart dafür. Dann gibt es den Legionär. Da kannst du anscheinend zwischen der offensiven und defensiven Haltung wechseln. Ja. Der Jäger, okay, den kennt man. Ein Dieb, Schurke, irgendwie, ne, so ein bisschen Hintertyp. Und hier Beschützer, das wird wahrscheinlich der Tank sein. Und ich denke mal später, wenn Multiplayer da ist, dann musst du auch wieder so eine Gruppe mit Damage-Dealer, Tank und all so ein Kram da machen. Würde ich jetzt mal so frei von der Leber weg behaupten. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben das Ei, wir haben das Herz, wir müssen jetzt die arktische Wurzel holen. Die war hier oben. Wir gehen gleich mal in das ewige Grab und von da aus hoch. Meine Freunde. So. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier auch. Ja, jetzt haben wir endlich einen goldenen Stab, meine Freunde, endlich. Dann checken wir gleich mal die Lage. Weil was mich noch interessiert hat, was mir eingefallen ist. Man kennt es ja von Diablo, dass die Zauber, oder der Zauberschaden mit der Waffe skaliert. Ob das jetzt hier so ist, I don't know. So, wir können ja mal gucken, was er so an Damage macht. 90 bis 111. So, das haben wir hier einen Schaden von 5 bis 15, hier von 12 bis 37. Warte. Frostschaden, Blitzschaden, guck mal. Okay. Plus 11% Zauberschaden natürlich. So, jetzt wenn wir das wegnehmen. 900 bis 11, okay, keine Ahnung. 90 bis 11, okay, immer noch. Ich sehe jetzt aber, hier habe ich ein Charakterfenster noch hier. Irgendwie irgendwo was für Schaden pro Sekunde hier vielleicht, okay. Durch Waffen- und Angriffsgeschwindigkeit. Vielleicht sollte man sich das ein bisschen hier mal so... Was ist hier los? Zauberwiderstand? Was ist das? Der Schadensmodifikator, der auf deine Angriffe mit Zaubersprüchen angewendet wird. Mhm. Ja.
Toll. Das muss man natürlich gucken, wenn das damit überhaupt nichts zu tun hat, dann ist es ja irgendwo eigentlich nur interessant, wenn halt das Umbra alle ist. Und wir dann halt da mal switchen müssen. Ansonsten bringt mir das ja bis jetzt noch gar nichts, wenn das damit nicht skaliert, also. Weil wir können einfach mal ein bisschen rumballern kurz. So, 41, 27, 66. Genau, was ist hier? So, nehmen wir den Kollegen nochmal rein. So, irgendwie, weiß ich nicht, nimmst du nicht viel, ne? Noch einer, Alter. Achso. Doch, ja, doch, klar. Doch, doch, enorm. Enorm viel, okay. Dann wechseln wir mal. Ja, doch, ist schon ein Unterschied, ne? War voll. Voll kacke eigentlich. Aber wir bleiben mal hier bei Feuer, weil da übelst. Ey, das ist schon so ein krasser Unterschied, ne? Wenn du hier so normal zauberst und ein bisschen schwulen Sharp. Und welche Sharp, welches Level hatten der? Level 11, Alter. Den nehmen wir uns aber mal auf hier. Und du hast hier richtig hart große Presse, ja? Komm mal hier, ja, Wandewelle. So, ab in 9. Enrico! Einen wunderschönen. Ah, das könnte natürlich sein. Dass sie Resistenzen haben, die Skelette. Müssen wir mal drauf achten, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht in Betracht gezogen. Ne? Also kann ich mal, steht ja meistens da unter. Die haben gar keine Resistenzen in die Pfeifen. Wollen wir auch so ein bisschen abseits gehen und so ein bisschen gucken hier? Oder einfach der Quest mal knallhart folgen? Weil wenn die hier, ich weiß ja nicht, ob es einen großen Vibe gibt bei wenn die Beta kommt nächsten Monat. Wann genau die kommen, weiß ich nicht. Weiß nur September wohl. Ob das gleich der erste ist. Mann, weiß ich nicht. Mit Schnitt der Videos aus, bist immer dabei, auf, du guckst ja, ist der Bock Moderator zu werden? Wer Umwege geht, sieht mehr vom Leben, das stimmt. Da hat vollkommen recht. Das ist die Wahrheit, Weisheit überhaupt. Ich find das voll geil, wie die das hier gemacht haben. Guck mal, jetzt ein bisschen ranzoomen hier. Ja, das ist der obergeile Typ hier. Oh, so kann man hier mal schöne Startbilder machen für die. Ja, cool. Boah, Alter, da kann schon was ab hier. Alter, Scheiße. Mittlerer Gesundheitstank. Okay, warte mal. Wir machen mal checken hier. Das sieht ein bisschen heftiger aus. Wo ist denn der? Ach, da. Ach, ich habe links frei gespielt. Ein Platz. Was ist das denn? Das haben wir gar nicht ausprobiert. Was machen die? Das ist natürlich Porno, Alter, oder? Das ziehen wir uns mal dahin. Hier hin, zack. Das hier verfluchen, ne? Achso, ne, das ist ziemlich geil, Alter. Ja, Schiefel der Magier, endlich mal hier. Mage-Scheiße, Mann. Super. Okay, ich bin einfach zu heftig. Alter, hier. Brandgefahr hoch 5. Alles klar, okay, alles klar. Falls du doch mal dann mehr Zeit hast und Lust. Würde mich natürlich freuen. Ne? Buch der Zerstörung.
Ach, das war das eben. Zerstörung. Das haben wir ja schon. Obersilberstein. Heiligschaden. Mach ich Heiligschaden dann? Dazu? Was soll ich denn hier? Defensive und zwei Unterstützung. Okay. Was macht denn... Okay. Bringt nichts, ne? Muss man sagen. Na gut, wir sind hier noch ganz am Anfang. Ich glaube, es ist so wie bei Diablo einfach komplett für den Arsch. Ja, Enrico, auch trotzdem. Geil, dass du da warst, ne? Dir auch noch einen schönen Abend. Froh, ich schaffe ihn. Mach nicht so dolle. Also es macht Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, 6 für eine Alpha hier, es macht einfach Laune. Kann ich nicht anders sagen. Wir haben noch ein ziemlich geiles Ding gesehen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Games on Air Live. Das ist so ein Forum, Let's Play Forum. Die machen auch so Artikel. Die haben auch mal schön Presseausweis, wenn sie auf der Gamescom sind oder so. Und die haben da ein schönes Video. Da haben so Interviews und da rumgelaufen und alles. Und da gab's, was war denn? Reels? Oder wie hießen das? Reams oder Reams? Reams auf irgendwas. Mal reingucken. Das sah auch ziemlich geil aus. Mit Open World. Ich hab's schon geguckt, sonst hätte ich mir sofort organisiert, wenn es schon irgendeine spielbare Version davon gibt. Das hätte ich dann hart gesuchtet. Ohne Witz, aber es hätte wieder hart. Das muss ich dann, das würde ich dann halt richtig hart suchen, glaube ich, weil das ist so ein richtiger Zeitfresser, glaube ich. Weil das so ein Rollenspiel ist, richtig, ne? So aussieht, Baldur's Gate und alles. Ja, 20 Euro. Ich habe es, glaube ich, für 17 geschossen hier. Kann's empfehlen, wirklich, bis jetzt. Wenn das auch hier weitergeht, ist bei Alpha und so, ist dann mal so die Sache, naja. Machen die auch weiter, ne? Ich hatte das auch schon bei einem Spiel, da war ich, hol mir das. Da habe ich quasi den letzten Content mir geholt, den sie gebracht haben, und dann war es das. Das ist super, ey. Alter, ja. Rüstung. Kleidung der Räuber. Vielleicht ist das noch geiler als das, was ich habe. Ah. Nö. Nicht für meine Zwecke. Also wie gesagt, ich kann es wirklich empfehlen, das Spiel hier. Vor allem, wenn jetzt auch die Beta rauskommt, ne? Ja, einfrieren und Tote sind natürlich. Wahrscheinlich haben die hier richtig Probleme mit Feuer. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich dann so an so eine Stelle komme, wo es dann so Feuergegner gibt und so, dass ich dann hier so ein bisschen aufgeschmissen bin. Da muss ich wahrscheinlich mal hart leveln, um anderen Fähigkeitenstrang noch hoch zu leveln. Damit ich da überhaupt klarkomme. Aber da wir jetzt hier eine Eisgegend sind, da fällt mir sicher eine lachen. Will ich hier keine Probleme haben, da ist das Ding. Alles klar. Das wird sicher. Wenn ich da reingehe, krieg ich sicher Schmerzen. Haben die eingesammelt jetzt oder nicht? Ja. Ja. Aber ich komm klar, Leute, ich komm klar. Ist auch eine? Nö. Ach, da oben auf der Karte sehe ich sie. Alles klar, alles klar.
Machen wir hier freie Bomben. Kein Bock, dass wir auf die Nüsse gehen, die Jungs. So, haben wir. Oh, das war einer, Alter. Eisbrecher. MP, würde ich sagen. Hammer. Löw, lübt. So, jetzt muss ich auch wieder rüber, wa? Wieder durch? Nee. Ja, schwimmen ist ja nicht fähig hier anscheinend. Ich folge mal dem Pfeil da. Ah ne, das ist der Fall, die anderen Quests da zurückbringen. Was ist denn das hier, Alter? Ach, ein Wegpunkt. Dülülü. Ja, scheiße. Orkisches Schild. Also ich würde auf jeden Fall, wenn wir hier weiter zocken und alles, und das dann irgendwie so... Würde ich mir auch noch einen anderen Charme machen. Wenn wir hier so ein bisschen Ende haben, ne? Mit Content. Um zu gucken. Und ich werde auch demnächst wieder normales Let's Play machen. Wie brauche ich noch einen? Hoch im Kurs ist gerade das Let's Play Alien Isolation. Ja, sein Kopf in die Idee. Klingenschleuder. War das schon? Ah, ich kenne alle schon. Vor allem ist auch voll geil, dass du 1000 Scheine dafür kriegst, ne? Für die Bücher. Ich werde alles für Steine raushauen, würde ich sagen. Weil die Sachen leveln können hier. Level 8. Hm. Ja. Wir haben sie alle. Kann man die Quest abgeben? Ich würde gerne noch mal ein bisschen gucken hier. Da oben ist nämlich noch irgendwas. Hier oben, seht ihr das? Dann müssen wir da mal rein. Kleiner Dungeon. Aber ich muss sagen, mit Mana hier sind immer noch gar keine Probleme hier. Also mit Umbra. Ich weiß gar nicht mehr, was die Kreise gebracht haben. Mal nachgucken. Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir hier rein. Wohl noch nicht. Das sieht mir so hart nach einem heftigen Dungeon aus. Mal da rein hier oben. Und noch ein Level abgegriffen hier, geile Sache. Ich glaube, wir müssen uns sogar entscheiden, noch einen zweiten Stand zu machen. Ja, guck mal. Obwohl der Mehrwert ist. Ich gucke mal meistens nach Wert. Oh, nehmen wir den. So, Lerning rechts. Ja. Willenskraft ist natürlich klar. Besser, besser, besser. Besser, besser.
Vor allem gleich plus 18 Punkte in Willenskraft, ne? So heftig. Alter, guck mal! Junge! Ja, auch schon. Ja, ne, sind wirklich gut animiert, ne? Ich finde das auch sehr schön hier, wirklich. Armschiene mag ich rechts, ohne, also ein weißer, aber vielleicht ist der geiler als den wir haben. Nein. Minus 4? Achso, muss ich sagen. Wollen den gleich mal hier kicken. Ja, hin. Oh! Also wenn er will, dann kann er ausrasten, Alter. Der Typ. Schade, ich dachte, ich finde hier vielleicht eine Truhe. War nicht so. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier unten zum Wegpunkt und beamen uns zu der alten hier hin. Wollen wir nicht hinlatschen, ne? Gute Spitzhacke, wir brauchen sie nicht. Ja. Und zum 400er, zu 400 Abonnenten gibt es auch ein kleines Special. Wurde sich natürlich Monstrum gewünscht, ich habe auch schon mit Klick und Loot gesprochen. Der ist wieder dabei. Sprich, das Special ist, wir nehmen eine Stunde auf quasi, ne? Mindestens. War so ein Vorschlag aus der Community. Sag ich natürlich, ja. Ein paar Punkte gehen verloren, wenn du so ein Einzelziel hast. Weil da einfach vorbei fliegt der Feuerball, ne? Einer. Auf andererseits, komm mal einer. Also übel, Alter. Wo ist denn das Ding? Hier irgendwo. Da, ne? Aber wir können ja erstmal noch ein paar Pünktchen hier vergeben. Exzellent. Ja. Oh, ja. Aber so, ist doch klar. Da müssen wir noch mal ein bisschen was in. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen. Ja. Aber ein bisschen Leben braucht man halt auch. So, können wir hier noch was machen? Oh, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also wurde gefragt, ob der Streueffekt von dem Feuerball sich verändert, je nachdem, wie weit ich mit der Maus weg bin. Ja, also ich glaube nicht, ich glaube, er geht einfach nur linear auseinander, würde ich sagen. Scheißegal, wo ich mit der Maus bin. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier, guck mal. Der Sturm. Schutzsturm und Zerstörungssturmbonus gilt für den Sturm mit der höchsten Anzahl an Stapeln, auch wenn du dich nicht in deinem Sturm zu befindest. Okay, und dann hier, Alter. Eingefroren sind wir nicht. Haben wir auch nicht. Physischen Schaden wollen wir ja eh nicht machen. Ne?
jetzt aus. Ja, das wäre jetzt so eine Frostschadensrichtung noch, oder? Das würde so in die Blitzrichtung gehen. Finde ich auch, ne? Darf ich mir mal nicht lupen lassen. Präsenzlevel, ja. Das ist eigentlich so, ich glaube, mehr für einen Dieb hier, so das, der Ring. Deswegen bleiben wir mal ein bisschen hier, aber das geht noch. Crit Zauber halt, ne? So, das raff ich dann nicht. Sturm der Elemente. Das ist wahrscheinlich dieser Kreis. So. Gehen wir nochmal hier lang. Was ist das eigentlich? Achso. Dann finde ich das auch. Was das ist? Sturmstapel, ist das? Also eine Tagverstärkung? Das war irgendwas anderes. Okay. Alles klar, okay, okay, okay. Jetzt kommen wir so langsam der Sache näher. Die Ringe lassen sich drehen, ja. Habe ich ja gemacht. Ja, der war hier oben. Den konnte ich wegdrehen. Ja, ja. Man kann die drehen. Kann alle drehen. Ich könnte zum Beispiel hier anfangen und dann hier drehen. Und dann würde wahrscheinlich, weil das verbunden ist, sobald das da irgendwo... Also ich würde eher sagen, wir suchen uns hier dann noch was aus. Beschützer, Dieb. Da müssen wir mal reingucken, Jäger oder hier Legionär. Aber natürlich ist es ein bisschen kacke, wenn ich das gemacht habe. Und da müssen wir mal gucken, was es so gibt hier. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber dann, ich würde sagen, wir gehen dann vielleicht auf Dieb so ein bisschen. Okay, das ist ziemlich geil, dann bin ich schneller. Das ist. Ich würde sogar sagen. Das ist ziemlich cool, glaube ich. Oder man geht auf ein anderes Element. Ja, das könnte man auch noch machen. Ich würde sagen, was machen wir so als erstes? Ich würde immer beim Arkanisten alles vollballern. So. Und wenn dann noch was kommt, dann würde ich sagen, sah ihm ziemlich gut aus, weil wir schneller sind und so. Auf Dieb. Ne, so kann man dann, zumindest wenn jetzt Feuerresi kommen, dann kann man Frost machen. Oder je nachdem sogar Schock. Kann man dann noch was bringen. Und dann auf jeden Fall... noch auf die wegen der Bewegung und bla bla. Ich denke mal, ist auch ziemlich gut für mich. Das andere ist so mehr mit Waffen und so. Ich würde ja, die vielleicht kriegen wir noch eine Crit noch hoch. Müssen wir mal reingucken. So allgemeiner Crit. So, jetzt kommen wir hier. Fantastisch! Hoffentlich sind das auch frische Wurzeln. Ah, die sind wohl etwas zu frisch. Die sind ja alle gefroren. Ach, egal. Die passen auch so in den Trank. 300 Erfahrungspunkte. Juhu. Das war ein kleiner Teil hier. Das bringt ja gar nichts, die Scheiße. Und nu? Bringe das Herz. Hurra, du hast das Herz gefunden. Hoffentlich war der Gralbräuber nicht zu schwer zu töten. Die können ziemlich sauer werden, wenn man sie stört. Ihr wisst schon, tot sein und so. Da bleibt es wohl nicht aus, dass man echt miese Laune bekommt. Mhm. Und dann wieder anquatschen. Ein echtes Pitus-Ei. Danke. Es ist so süß, damit wird es tadellos klappen. Schade eigentlich, dass ihr mir nicht zwei oder drei mehr gebracht habt. Es sollte aber für unsere Aufgabe reichen. Aber von einem die Rede, von einem. Jetzt, wo ich das Herz und die Wurzeln habe, kann ich die Mixtur vervollständigen und das Ei
Das kommt flugs in mein Omelett. Ich bin echt am Verhungern. Super. Was? Ihr wisst nicht, dass Pitus-Eier hervorragend für das Verdauungssystem sind? Außerdem sind sie verdammt teuer. Ihr hättet mir wohl kaum eins gebracht, wenn ich euch gesagt hätte, dass ich es mir in die Pfanne hauen will, oder? Nee, hätte ich nicht. Lass mir das für den Moment. Das Wichtigste ist, ich habe den Trank vollendet. Tada! Wenn das über euer Schwert, Axt oder Hände schütten, solltet ihr die verdorbenen Knoten zerstören können. Ich raff grad nicht, warum. Was? Na nu, wo ist denn das? Reiche zerstören den verdorbenen Knoten. So, wo habe ich denn hier Dinge? Aber ich gehe erstmal in die City, weil. Für ein paar Sachen verkaufen. Mitchell erinnert das stark an Asterix und Obelix. Als er dem Legionär Erdbeeren beschaffen sollte. Das fällt mir gerade nicht ein, muss ganz ehrlich sagen. Amarat, zack. Hallo? So, das kommt nämlich hier in eine Truhe. Die Sachen. So, warte mal. Wir haben Unterstützung. Was haben wir denn hier? Plus 3 Bewegungsgeschwindigkeit. Ziemlich cool. Ich würde mich gerne hier so ein bisschen schneller bewegen. Was war das hier? Defensiv. Okay, die sind alle irgendwie kacke. So, das ist mein erstes Legendary. Das behalte ich. So. Dann können wir eigentlich noch im Archivar die Dinger hier vertickern. Dann knallen wir gleich mal hoch hier. So hoch, wie es geht. Zack, zack. Geil. Mal vorne. Geil! Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Ende ist. Mal gucken. Ich möchte gerne einen neuen Kopf haben. Ja. Ich finde keine Köpfe. Nur Scheiße hier. Das will ich mal finden. 12.000? Boah, ne, das ist ein bisschen teuer. Feuerbrunst, das ist ein Gegner, wenn du feuerst den Fingerspitzen. La la la, langweilig. Kennen wir schon. So. Ist auch kein Tab. Hatte der noch was? Das war ja so ein Legionärstyp. Was ist denn das hier? Okay, nur Scheiße. Für mich jetzt nur Scheiße. So, wo müssen wir hin? Da. So, gehen wir da einfach mal hin, oder? Schauen wir mal, was so kommt. Hier. Erreichen Sie schwören von... Ich... Ach, das nicht... Ich raff das gerade nicht so richtig. Habe ich irgendwie von der Story ein bisschen was nicht mitgeschnitten hier? Oder? Vergessen?
Ach, Sirenen. Gucken wir mal, haben wir hier eine Fresse gekriegt. Wir gucken noch mal ein bisschen an der Seite. Nö, man muss ja sich ja so ein bisschen hier ein paar Erfahrungen machen. Ich hab schon lange keinen Schatz gefunden. Gefällt mir überhaupt nicht. Alter, 2000, was war das im Crit, Alter? Kreis, ziemlich cool, oder? Guck mal, wie abgeht hier mit meinen Links, Alter, wenn ich hier rausraste. Ja, ist einer verdorbene Knoten, bla bla. Das ist einer von diesen verdorbenen Knoten. Los, haut drauf, aber Vorsicht, es reagiert sicher nicht freundlich auf unsere Anwesenheit. Wo denn? Da. Was geht denn hier vor? Wait, no, no, it doesn't work right out. I think I've got something in the potion. Ja, ja, sehr witzig, ich weiß. Ihr könnt mich dann später auslachen. Zuerst werde ich das mal schleunigst beheben und ihr passt schön auf mich auf und beschützt mich. Sollte nicht zu lange dauern. Okay. Wer kommt da raus, Alter? Ja, mach mal. Wie das schon Level up hat. Ich glaube auch, das levelt hier so mit, kann das sein? Wenn das da unten drin ist. Das war's, nun sollte es funktionieren. So, los, zerstört es. Okay. War easy. Stufe Anna. Verdorbener Berserker, Alter, Junge. Ein bisschen widerlich hier. Donnerwetter, ich glaube, da habe ich was richtig Tolles hergestellt, oder? Jetzt sollte der Trank aber funktionieren und ihr könnt alle anderen verdorbenen Knoten vernichten. Oh, da fällt mir etwas Wichtiges ein. Ihr könnt nun die Verdorbenheit dort treffen, wo es weh tut, in den verdorbenen Herzen. Eines werdet ihr im Osten finden, hinter den verdorbenen Feldern. Verdorben, verdorben, verdorben. Nahe der Ruine des Graufelsen-Tempels. Ihr werdet es töten müssen, denn nur so könnt ihr die Ausbreitung verringern. Dies ist die letzte Aufgabe, die ich für euch habe. Danach werden wir über eure Geschichte reden. Sobald ihr fertig seid, sollt ihr mich in Silberkrone treffen. Ich sollte wirklich alles aufschreiben, was während meiner Forschung passiert ist. Sonst glaubt mir das wieder keiner. Viel Glück. Als Dankeschön für meinen Schutz dürft ihr euch einen Trank aus meiner persönlichen Sammlung aussuchen. Es sollte für euch sehr nützlich sein, egal wohin euch eure Reise verschlägt. Gut. Ja, hier, das kleine Umbra-Trank. Was los? Ja, da müssen wir hier durchgehen, das war. Oh, da dicken hier einer. Schön Klappe halten. Alter, was ist denn los hier? Kommt mir sehr nach. Das sieht echt ein bisschen Diablo aus, ne? So, das war ja auch so ein bisschen eklig. Ziemlich cool, Alter. Geschmiedete Streitachse, Opfer, Alter. Achso, wir können. Kein Umbra. Alter, Alter, wie aus, was ist das? So geil. Also gehe ich immer straight durch, ja? Leute. Mit Heinerle müssen wir auch noch weitermachen. Geht so nicht.
Und jetzt kommen wir schon dazu, dass langsam das Umbra manchmal leer geht, ja. Los hier, ey. Alles voll widerlich. Großer Bernstein. Oh. Der muss auch. Ja. Ja, Heiner, der muss noch ein paar Frauen vernaschen. Der muss noch ein bisschen. Klar, Schiff machen. In der Frauenwelt. Abgebrochener Goldstein. Ja. Können wir gucken, was wir irgendwie reinpacken, haben wir da. Umbra Widerstand. Machen wir einfach mal. Da ist er. Der Hühnerschrecke, ey. Sehe Loot da oben. In Form von Special Monstern. Ah, das war mein, Zauberstab macht nicht wirklich Damage, ne? Die Burgherrin ist ihm nicht genug. Auf keinen Fall. Einerle, der Schürzenjäger. Toll, der nur Kacke fallen hier. Spart. Nie, Alter. Ah, die muss ich da hin. Wo sagt er da oben? Tada, Feuerschutz, jo. Boah. Ja, gehen wir einfach mal hier hoch. Ich weiß nicht, warum der das so sagt. Ja. Das wird. Mal gucken, ob wir drauf gehen. Will da nicht rein. Verdammt das Herz. War ja easy. Menü. Okay, ich hab so früh große Presse gehabt. Pullen. Hallo, nicht dahin. Okay, haben wir geschafft. So, was haben wir hier? Warte mal. Hier ist nämlich ein Level-Up. Oder auch. Oh, jetzt kriegen wir 3 Feuerbälle, meine Freunde. 3. Oder mehr Schaden. Oh, das ist 698 schon heftig. Oh. Wir machen mal 3. Mal gucken, wie das so brennt. Ich muss mehr Damage machen, Leute. Guck mal hier hinten. Bin neugierig. Okay.
weiß auch nicht, was besser ist. Wir müssen gucken. Da macht ja ein Feuerball. Mal drei. Er ist einfach nur aufgeteilt, ne? Könnte noch alles in einen reinhämmern. Vielleicht geiler, wenn du dann so Bosskämpfe machst. So, wo müssen wir denn hier? Selene. Dann gehen wir da wieder hin. Aber hier rüber. Nee. Wenn wir sagen, wir haben eins ausgeschaltet. Ein kleines Herz. Ich wusste es. Ihr habt es in einem Stück zurückgeschafft. Ich bin so glücklich. Nun, da wir wissen, wie wir die Verdorbenheit bekämpfen können, müssen wir den Templern von Amarat davon berichten. Ihre Hilfe wird in den kommenden Kämpfen nützlich sein. Trefft mich dort, sobald ihr könnt. Ach, hier ist noch eine kleine Belohnung. Ich weiß, dass es euch nützlich sein wird. Yep. Das ist mir nützlich. Meine Dame. Neun? Sagen, den tauschen wir aus, ne? Ja. Kennen wir schon. Easy peasy. Ach ne, das haben wir auch schon. Ja, dann ab nach Amarat, ne? Verticken. Verschlüsselung plus eine Chance, so einen Overkill auszuführen, einer. Was ist das denn? Okay. Okay, meine. Ja. Wir haben auch schon mal gute Kohle. Da kommen wir auch nicht erstmal an jetzt. Wir müssen mal gucken, was hier los ist. Thomason! Ich grüße dich, mein Food Trade Arena. Schön, dass du reinguckst hier. Noch ein bisschen, Diablo quasi, ne? Oder Path of Exile, sind Misch. Sirene hat mir gesagt, was ihr vollbracht habt. Ich bin sehr beeindruckt und es gibt uns ein Stück Hoffnung. Es ist nur Zeit, dass ich euch etwas über uns erzähle. Den Templern von Amon. Ihr solltet die Wahrheit erfahren. Ja, macht ja nichts. Ich hab dich aber diesmal informiert. Weil du keine Meldung kriegst. Ich hab's auch nochmal bei Facebook gepostet sogar. Glaubt es mir oder nicht. Dieser Nekromant aus dem Süden ist mit dem Erben auf die eine oder andere Weise verbunden. Wir wissen dies dank unserer lieben Sirene, die auch mit ihm verbunden war. Okay. Ist schon in Ordnung, Vater. Ihr könnt es ihm sagen. Ich war einst sein Lehrling und fand ein seltsames Buch, das von diesen Dingen sprach. Aber macht euch keine Sorgen. Mir geht es gut und ein Nekromant bin ich sicher auch nicht geworden. So aus wie so eine kleine Waldelfe. Das Buch, welches ihr sucht, muss bei ihm im Rabengarde sein. Ja. Das Wichtigste ist jedoch, ihn zu töten, falls euch das möglich ist. Okay. Er trägt die Verantwortung für all die Toten. Wir müssen die Straßen unbedingt sicherer machen. Ein anderes verdorbenes Herz blockiert den Weg, aber jetzt wisst ihr ja, wie man es zerstört, oder? Anschließend müsst ihr zwei Schalter betätigen, sodass die Brücke entsperrt wird. Anschließend könnt ihr euch Zugang zu einer unterirdischen Burg verschaffen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Außer viel Glück. Mach noch schnell fix und mütig, dann entmüte ich dich wieder. Ja, alles klar. Viel Erfolg bei der Mütig. So, mal gucken, ob er schon geileren Scheiß hier hat. Nicht wirklich, ne?
Da unten müssen wir hin. Wir sagen, gehen wir da hin und dann gehen wir runter. Teile Jäger runter. Gut, dann machen wir das. Man kann auch mal wieder zwischendurch so ein kleine Indie da einschieben, ne? 1050, Junge, Alter, knallt hier. Finde ich schon ziemlich geil, dass er so ein bisschen wegfällt, ne? Gehen wir mal gleich mal rein hier, ist doch klar. Wenn man schon mal auf dem Weg ist. Loading, Alter. Okay. War schon ein bisschen heftiger. Blickt das auch mal. Buch, Erschütterung? Oh ja, ein Bücher. Ist das ein Dungeon? Nee, ne? Na klar. Sperrfeuer, Alter! Vielleicht bei 3 Jahrfeuer bei bleiben und für Bosse einen Single-Target-Zauber? Yep. Okay, kann man alles schon? Das ist eine gute Idee. Ich muss nur gucken, was halt so ziemlich geil ist. Gute Frage. Leichenbestatter, das ist Frost, was ist das denn einer? Blitzschutz und Giftschutz, okay. Ich weiß noch nicht so recht. Was machen? Noch eine kleine Truhe, das ist mal schön. Wir nehmen mal das so mit zum Verkaufen. Ich werde es ja wieder rauskicken, notfalls. Oh, Alter, hart eingefroren, wa? Ich glaube, ich muss es echt ändern, wa? Mach mal, wir bleiben mal auf 2 und ich mache mehr Schaden. Ich weiß noch nicht, wir schauen mal. Ich würde sagen, für Fläche nehmen wir dann was anderes. Ja, schön, glaube ich, schon geiler. Ja. Ja, doch, ne? Ich würde sagen, ja. Knallt mehr. Der knallt einfach mehr. Was sind die für Kollegen da, Alter? Hier ist gar nichts. Sackgasse. Hier wieder raus? Ach, oder was? Nee. Aber bald wieder Level up, ne? Ja, 2 Jahre, ne? Würde ich auch sagen. Wollte gerade sagen. Schwules Buch. Beryl-Amulette. Ah, die Amulette nehme ich mal mit. Oh, da geht's noch runter.
Das hier. Oh, Feuerschaden, offensiv. Aber ich habe nichts Offensives hier. Unterstützung, was ist das? 200 Belohnungschancen bei Feuerschaden, ja. Hm. Oh, nö, hier ist eine Truhe. Armschienen, das mag ich erst rechts. Gefällt mir sehr gut. Tja, sind ein Beschissener. Gut Deutsch gesagt, ne? Gut. Und runter. Ne, ach, das war... Wie geht's? Bin wieder rausgegangen? Ach ja, klar. Aber ich kann die Karte leider nicht bewegen hier. Bin ich im Kreis? War das nur ein Kreis oder? Oder wie? Wollen wir mal schauen. Ich glaube ja. Ach scheiße, wir machen die Quest. Und wir haben Level up, sehe ich gerade. Machen wir jetzt auch noch. Sache, was wir hier reinbuttern. Ah. Haben wir hier noch was Schönes? Was wir so machen können? Hier wollten wir weitergehen, ne? Gibt jetzt halt einen Teil Widerstandsstoff für jeden Sturmschau, wenn dann in einem Sturm. Ja. Gebrechlichkeit, das raff ich auch noch nicht. Ein Zauberbinder, was ist das denn? Ja, zügig, das ist auch nicht schlecht. Ach, Zauberbinder ist, glaube ich, das. Ist das schon gemacht? Achso. Was wollen wir denn als nächstes machen? Frost oder Blitz? Das machen wir auf jeden Fall erstmal noch. Damit das schnell geht. Weil Umbra ist immer Sahne, ne? Von vorne immer Sahne. Ich gucke gerade nach Süden. Jetzt raff ich das. Manchmal war ich so, hä, warum ist es da nach links und nach rechts? Aber ich bin ja quasi, ich laufe gerade quasi runter. Ich lasse jetzt nochmal den Weg mal lang, ne? Oh, da eine Brücke. Ah. Warum? Easy, Alter. Oh, hier ist ein Ding. Sehr gut. Rahmen, ah, gerade Strand von alles klar, Herr Kommissar. Das ist ziemlich geil. Ja, Frost, okay. Ja, machen wir Frost. Okay, machen wir. Was hier Lappen sind, Alter. Oh, warte, wie komme ich denn hin? Und tschüss. Oh, schon mal ein Platt, den macht ihr. Immer geil. Ich würde gerne diesen Feuerregen haben.
mal richtig einen reinsammeln hier. Das war geil. Komm, komm, komm. Alles klar. Und du? Ach, da ist noch einer. Was war der Lappen, Alter? So, haben wir frei gemacht. Sehr schön. Weiter geht's. Warte mal, wir können noch mal hier so ein schönes... Oh ja. Na, warte. Wollte mal ein bisschen von nahen sehen. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal platt gemacht hier. Ich lauf wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich hier durchkomme jetzt, ne? Oder ob ich quasi einmal so rumlaufen muss. Gehen wir mal hier lang, oder? Easy! Lalalalalalala. Muss ein bisschen mit der Kamera hier gucken, ob man hier noch so Truhen sieht, ne? Das war ein Error, ja. Aber wirklich. Grabbeutel, Alter. Irgendwie muss ich noch zusehen, dass ich nicht so, dass ich ein bisschen besser Umfahrt kriege hier. Gerade die ganze Zeit rumballern kann, ohne Angst zu haben. Dass ich keine Umfahrt mehr habe. Yeah. Rüstung der Soldaten. Schwarz-Stahlschutz. Hm. Mal angucken. Mit Auge. Oh, da beamt sich hier. Hexenmeister. Lars Warhammer. Nehmen wir mal mit. Das ist mal geil. Kann man einen geilen Loot kriegen. Okay, wir sind durch. Hier ist eine Truhe, Alter. Siehst du? Kapuze der Magier. Okay, Kleidung der Magier. Ja, endlich wird's Mage-mäßig hier. Gut. War leider. So, nehme ich den. Soll's. Was soll's? Und tschüss. Oh, schön Bücher hier gesammelt, geil.
Geil. Meine Freunde, geil. Ja, diese Falle irgendwie. Muss schon gut placen hier, ne? So, da diesen Wegpunkt holen wir uns noch. Mantel des Abenteuers war schon, ist er besser. So. Also allmählich kommt man so ein bisschen rein, ne, in der ganzen Geschichte hier. Ja, so, komm, Wegpunkt. Hopp, da, da. Jawohl. Warcraft. Ja. Nee. Hat dieser auch schon gesagt. Aber. Ich glaube, es wird zu heftig. Aber denn hier alles, meine Herren. Okay, so. Viel zu hart, Alter. Viel zu hart. Ach komm, wir gehen nochmal hier rein. Nochmal noch hier. Scheiß drauf. Überlege, ob ich schon Feierabend mache. Amen. Machen wir noch, was wir hier machen. Wir finden einen ersten Schalter am Weg zur Rahmen gerade Festung. Achso, wir müssen die Festung aufmachen. Ah. Ja, dann mal rein, ne? So, wie? Da ist eine Falle, Alter. Muss voll aufpassen, wa? Lul, Alter. Da. Junge! Lang. Habe ich hier so ein. Oh, oh. Junge, scheiße. Meine Fresse. Buch der Umreißsprennung. Da mal reingucken, ja. Gut, Kamale. Und hier ist auch wieder irgendwas. Weiter. Ihr Lappen. Und danach Sound war geil dabei. Ja, auf mich zielt hier, Kackwichser. Bleib rum hier, Alter. Da die lange Scheiße, da lang. Soll ich nicht nämlich gleich direkt wegficken, ne? Ne, macht nur mega Schaden. Komm, schießen. Ach nee. Das brauche ich ja. Leck mich am Arsch. Wir werden gehostet. Oh, viel zu hart, Varanu. Schenke wohl der Hüse. Junge. Der Hammer. So, jetzt komme ich da nicht hin. Oh ja. Aber die Mucke hier komplett ausgestellt. Okay, okay, geht was hoch. Schön. Dann kommen sie auch direkt jetzt hier wieder raus. Ja. Nicht genug Umbra. Sollen wir mal kurz gucken. Hier habe ich hier Soundeinstellungen.
Nö, das war nur das. Okay. Tanklappen. So. Anu. Der alte schlimme Finger hier. Hustet hier hart. Oh, dann muss man da lang. Mal wieder so wahrscheinlich so durch die Dinge, ne? Mantel des Abenteurers im Blue, Alter. Boah, ich hab keinen Platz. Mal mit dem Scheiß hier weg hier. Was soll denn das? Kein Mensch. So, was könnte man noch? Okay. Geht klar, oder? Und aufpassen auf Fallen hier. Ah, das Level ab. Oh, Leute. Machen wir den hier. Oh, 200, ja, ist doch klar. Okay. Mach ich nochmal Wildteil rein. Was? Ja, hier kriege ich ein bisschen Crit. Oh, muss ich mit hochziehen hier, Alter. Das ist rot. Richtig geil war das gerade. Hab ich nicht. Scheißegal. Crit ist Zauber, ja. Ja. So bleibt so. Mir egal. Wollen wir hier noch was machen? Oh. Frost machen, ne? Oder lieber Blitz, ich weiß nicht. Können wir noch mal abwarten, bevor ich da was mache. Kleidung der Magier, die müssen wir uns angucken. Huch. Stiefel der Magier. So, Feuer, Alter. Oh, Alter, wie ausrastet, ne? Machen wir hier alles frei. Ich gehe wieder hoch hier und ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, mein Mensch. Ihr wird nicht sauer, Alter.
Idee umzaubern. Merkt ihr euch das? So, jetzt machen wir mal. So, die Brücke ist ready. Wir können marschieren. Gut, wo lang? Hier? Okay, wir kommen hier lang. Mhm. Okay, wir müssen jetzt den Nikro finden. Wo sind wir denn überhaupt unten? Wollen wir noch finden? Ja, machen wir noch, oder? So, an der Stelle mal ganz kurz stehen, weil ich muss mal ein kleines Töpfchenpause machen. Mal vorne. Bis gleich, ja? Juhu. Hab ich, wir machen es noch, komm. Haben wir eine schöne. Sagen wir eine halbe Stunde machen wir noch. Und das wird ja wohl eine halbe Stunde zu machen sein hier. Außer er ist so heftig und bumst uns quasi richtig weg. Wir machen ja jetzt noch den Boss. Ist gerade aufgefallen, ich habe gar nicht auf eine Aufnahme gedrückt, dann werde ich den Stream wohl von Twitch runterziehen müssen. Ich hoffe, die Quali leidet nicht. Hallo? Ja, das sieht cool aus. Dann gehen wir nochmal rein. Ah, den machen wir noch, komm. Weil wir nicht ewig rumlaufen müssen. Da gibt's noch geilen Loot. Armschienen Magier, da geht schon ab hier, Alter, los. Kein Platz? Wir müssen sortieren, Leute. Nützt nix. Alles, was so ein bisschen wertloser ist, kommt weg. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Okay. So, da geil! Oder? Genau, Warren, das ist so Diablo-Style. So ein kleiner Mix aus Diablo und Paths of Exiles. Das ist noch eine Alpha. Mal reingucken, bin ein bisschen hängen geblieben. Ja, unendlich Taschen wäre so nice, Alter, ohne Witz. Nichts getroffen an dem, Alter. Alter! Bleib weg. Junge! Steam, jo. Gut bei Steam. Fluchfiole, Alter, was ist das denn? Mal müssen wir mal gucken. Ich glaube. Nee. Fluch? Oh, das mal, Alter. Schatten schauen. Glaube ich geiler.
folge mal dem Pfeil da oben. Boah, ein handgeschmiedetes Schwert. Junge. Mal die Ads hier plätten. Frostlanze, kennen wir schon. Was soll der denn hier? Komm ruhig! Ich glaube, der hier, der ist auf Speed, Alter. Ruhe da. Renne, Junge. Ist doch nicht wahr. Ja, mach auf, mach auf, mach auf. Mal der Sache näher. Scheint so. Lass uns mal, lass uns kommen. Jungs, lass uns kommen in Ruhe. Wir haben Zeit. Bogen des Ritters in Gold, bringt Kohle. Die Kollegen hier, komm. So, und da knallen wir jetzt mal so ein Ding rein. Moment, ja, Alter. Mal ruhig. Oh, Alter, mit der Gronia! Da Panik. Pur down, Alter. War das der Grabtyp? War das der Necro? Guck dir das mal an. Du bist gestorben, hier, leck mir an die Füße, Alter. Alter, muss er, Alter, Junge. So schnell kannst du nicht gucken. Ich habe aus Versehen 1, 2, 3 gedrückt. Ich wollte einen Trank nehmen, ey. Guck mal, das kriegt, Alter. Mach ein bisschen mehr Damage, schneller Gerät. Ja, die Star ist, glaube ich, so ein Bug. Ein Bug. Braucht man nicht. Ach, kann ich noch gar nicht nutzen, okay. Bäh! 70 Gold, Alter. Warum tippe ich hier? So, wie geht's hier weiter? Ja, das bringt mir halt irgendwie gar nichts gerade, ne? Hier diese... Alles so auf Waffen. Interessiert mich das? Nein. Von daher... Aber Blitz ist geiler. Jetzt nah hin. Hinten ist auch noch gar nichts. Ja, genau, Frost. Hier ist ein bisschen... Ist auch noch nichts freigeschaltet. Leute.
dann machen wir das, oder? Gehen wir auf Frost, ne? Frost war das, ne? Sobald mir einer einfriert, ist ziemlich geil. Kann ja passieren. Ja, dann, ich weiß nicht. Wir gucken mal dahin. Aber wenn ich jetzt... Wo waren wir denn jetzt hier? So, Leute, dann machen wir nächstes Mal. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern. Das können wir im nächsten Stream dann machen. Ich bin auch schon ziemlich platt jetzt. Sag ich mal wieder an alle, vielen Dank, die dabei waren. Thomas, ich glaube, der hat das nicht mehr mitgekriegt. Der ist noch hart in WoW suchen. Der macht gerade eine mythische. Aber ich gebe wieder Bescheid, wenn ich online komme. Vielen Dank an Matchnitte. Ziemlich geil. Danke an Marano natürlich, ne, auch für den Host. Das Ganze kommt wieder auf YouTube natürlich hier. Ist eine klare Sache. Und nächstes Mal geht's weiter. Reich hin für euch.